hat Huflatt, ich sich doch irgendwas für die Tiere bestellt, was giftig ist. Ich hatte ja erst hatte ich gedacht, dass das vielleicht ein Hanselkissen ist für den nachtaktiven Kameljohann, dass er schlafen kann. Ein Hanselkissen. Hanselkissen. Stand in der Bildzeitung drin, Fritz Weber hat ein Hanselkissen, damit er besser einschlafen kann. Was ist da? Da ist ein Hansel drin oder was? Ich weiß es nicht. Was soll denn das sein, ein Hanselkissen? Das ist doch Fritz Weber. Das heißt so. Und jetzt waren doch in der Bildzeitung drin, hast du nicht gesehen, waren noch diese Gifttiere, diese Plüschteddys, die alle mit Pack. Drin, ne? Und E605 und 606. Ja, das ist mit, diese ganzen, mit diesen Weichmacher und das Weichmacher, das ganze Programm. Ja, ja, ja. Pack. Ne? Ja. Pegel auf den Korb. Ja. Ist die Abkürzung wahrscheinlich. Ne? So, und dann hat er vielleicht, jetzt hat Hofler dich vielleicht mal so, weil er sich sucht, meine Tiere sind sowieso halb giftig. Da ist es egal, ob die an so einem Tier was vergiftet ist. Jetzt muggeln, hat er sich das vielleicht bestellt. Man weiß es nicht. Dass er die billiger kriegt. Ja, aber es ist doch auf jeden Fall für ihn, ne? Oder was? Er steht da sein Name drauf, oder? Ja, jetzt, aber er ist ja über alle Berge. Wieso, was heißt jetzt? Ja, das war ja auch schon für ihn. Huflattig, ja, aber man muss sich doch Gedanken machen, wenn da ein Paket abgegeben wird mit Gift drauf. Das ist doch eine gefährliche Sache. Wer weiß, was er im Schilde führt. Vielleicht, hier, Dr. Tod. Kennst du Dr. Tod? Dr. Tod? Was soll das Dr. denn sein? Dr. Tod, der Mann, der Leute da irgendwie in den Tod... Ach, hier, der mit dem Plastik... Ja, sicher. Mit den Plastikmenschen. Der hat jetzt, so wie ich gehört, Giovanni gesucht. Der hat jetzt einen Laden in Indien drin. Ach, der verkauft Sachen. Kannst du, vielleicht hat ja hier Huflattich, vielleicht hat er ja für seine ganzen komischen Gummispackentiere doch, vielleicht hat er sich eine Aufschnittplatte bestellt bei Dr. Tod. Für die Tiere, das ist doch jetzt drin. Bei Dr. Tod, ne? Ja, sicher. Und wieso geht er nicht nach dem Futterhaus hin oder nach irgendeiner Klitsche und holt sich da so ein... Weil er doch so komische Humpeltiere hat, die doch gefährlich sind. Da kriegt er doch in einem normalen Laden gar kein Essen für. Wieso? Das gibt ja wofür alle hier Reptilien und alles. Das ist doch nicht der Einzige, der so eine Tiere hat. Das weißt du doch gar nicht. Och, das siehst du doch dauernd im Fernsehen und alles, was die Leute für Tiere zu Hause haben. Aber weißt du was, mein Engel? Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was da vielleicht drin ist? Jetzt fällt mir das, weil du suchst da am anderen auch noch so Tiere. Du machst das nicht auf, ne? Hast du das mitgekriegt? Der was? Todesfüßler von Hennef? Nee. Hast du nicht mitgekriegt? Nee. In Hennef. In Hennef. Ein Todesfüßler. Was ist denn ein Todesfüßler? Ist das ein Tausendfüßler des Todes? Der ist giftig, oder der was? Der ist sehr giftig. Und der ist verschwunden, auch bei so einem Pferdefanz-Heini, der da so eine ganzen Exotentiere hat und mit Krokodil irgendwie im Abfluss und so weiter. Und der hatte den verloren und die wussten nicht mehr, wo er ist. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben das ganze Haus geräumt mit den ganzen Leuten und dann haben sie die Bude ab über 60 Grad erhitzt, weil dann alle Insekten sterben. Und sie haben den Todesfüßler aber nicht gefunden. Und weißt du, was ich glaube? Je länger ich darüber nachdenke, die haben sich gekannt. Der Besitzer vom Todesfüßler und Huflattich. Und dann hat er... Was hat er Dass davon? Er den schützt, damit man ihn nicht wegnimmt. Ja, aber die kennen sich doch. Und dann gib mir mal ein Messer. Ich will das jetzt genau du wissen. Du machst das nicht auf. Es ist in meinem Zuständigkeitsbereich. Du hast hier überhaupt keine Zuständigkeit. Es ist mein Tätigkeitsbereich. Weißt du, sag mal, du brauchst ja doch nicht reinpieken. Weißt du, hör mal auf, wenn da jetzt wenn Tiere drin wenn sind. Wenn das der Todesfüßler ist. Ditsche. Wenn es der Todesfüßler ist. Weißt du was? Nee, hör auf mit dem Bier. Ich betäub ihn. Sag mal, das ist jetzt nicht deine... Ich betäub ihn. Lass das bitte da. Gib mir das bitte wieder. Nee, du machst gib ihn nicht mir mit. Das, gib mir das bitte wieder. Nein. Es ist in... Ich muss die Polizei rufen. Ja, dann ruf doch die Polizei. Ich bin von der Post. Es ist mein Tätigkeitsbereich. Lass das zu. Ich lass das zu. Wenn jetzt der Todesfüßler da drin ist, mein Engel. Wenn da Tiere drin sind, brauche ich die hier drin überhaupt? Die brauchen hier nicht drin rumkrabbeln. Aber weißt du was, der Todesfüßler, wenn der jetzt Alkohol kriegt, dann wird er ja ein normaler Mensch, der fängt doch schon an zu torkeln. Der ist bestimmt schon besoffen. Du lässt... Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Todesfüßler. Ich werde es... Ich ruf gleich die Polizei. Das sag ich dir. Sag mal, du machst das jetzt... Es sind... Ich muss das wissen. Es ist auch eine gewisse Neugierde, ist da. Ich hab ja ein Messer, ich bin ja bewaffnet, mein Engelmann. Hier, guck mal, überall die Totenköpfe drauf. Ne? Ne? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Es ist mit den Totenköpfen, mein Engelmann.
Assassin's St. Pauli Store. Und noch jo, so ein anderer Kram. Der Todesfüßler, weißt du? Der weißt Todesfüßler. Du was denn? Kann der Uf Lennig das, kann der gleich mal sehen jetzt hier, wo er bleibt? Der Todesfüßler. Das ist schon, das ist sowieso gut, wenn er ausgezogen ist. Das ist doch recht, Jorba. Der Todesfüßler, ne? Und du mit dem. Jo, was, was du machst da ein Loch rein und schüttest das Bier. Hallo? Jo, wieso denn? Ich hatte. Jo, das war auch nicht schlecht. Ich weiß, was Fussi, ne? Hast du gesehen? Ich kann, weißt du, wenn ich mal. Weißt du, ich kann auch mit. Ich kann auch mit mal in deinen Bademantel kann ich mal ein Loch reinmachen. Dann schütte ich da mal Bier rein. Wie findest du das denn? Aber wenn es der Todesfüßler gewesen wäre aus Hennef, dann wärst du mir dankbar gewesen. Ja, und wenn das der Kaiser von China ist, der oder passt was? Doch gar nicht rein. Vielleicht ein ganz kleiner. Ein kleiner China-Kaiser. Weißt du echt? Hier hast du. Hier, St. Pauli hat 2-0 verloren und HSV 0-0. Hast du das gesehen, bitte? Hast du gesehen, bitte, hier, Piet Räuber, der Mann mit dem Panoramagelenk am Fuß, ne? Hast du gesehen, er war allein vom Tor und hat gegen Pfosten gehauen. Wieso soll ich denn das sehen? Wieso soll ich denn das sehen? Weil dich das vielleicht interessiert, um mit mir einen geistigen Austausch zu pflegen, mein Junge. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe? Piet Räuber, der kommt doch aus Burkina Faso, ne? Ja. Burkina Faso ist das Stichwort. Das ist ja in Afrika weit. Ja. Und ich habe mir jetzt gedacht, als der Jung war, ne? Der Piet Räuber, der hat ja Dorffußball gespielt. Savanne, Steppe, das ganze Programm. In Afrika, ne? In Afrika drinnen, ne? Das ist ein weites Land. Ja. Und wenn die jetzt mal sagen, mit den Kokosnuss gespielt haben oder sowas, dann wollen ja mal sagen, der Torwart, der musste ja immer zwischen zwei Bäume. Ne, weil sie hatten ja keinen Tor da. Ja. Und auch keine Netze und so weiter. Und dann manchmal waren die Bäume ja sehr weit auseinander. Das heißt, wenn dann schon mal einer alleine vorm Tor war und hat dann geschossen, dann ist der Ball in diese Laufrinnen von den Torpieren und Okapis und so weiter, die da durchlaufen in der Gegend, ist der Ball da mit reingerollt und dann musste man manchmal eine halbe Stunde hinter dem herrennen, bis man den Ball wieder zurückgeholt hat. Und deswegen haben die das in Burkina Faso wahrscheinlich trainiert, denke ich mir, dass sie, wenn sie mal allein vorm Tor stehen, dass sie dann einfach genau gegen den Baum zielen, damit der Ball wieder zurückkommt ins Feld. Und ich denke nur, dass Piet Räuber jetzt gegen Bayern, als er allein vom Tor war, das kommt ja nicht oft vor, dass die alten Bilder wieder hochkamen. Und dann hat er das gesehen und dann dachte er, oh, hoffentlich muss ich jetzt den Ball nicht holen. Und dann hat er da dagegen gehauen. Gegen den Pfosten? Ja. Weil er den Ball nicht holen wollte? Ja, deswegen. Früher, später haben sie das so gemacht, dass man sagen, der Torwart ihn auch mal holen wollte. Da wollte keiner mehr ins Tor. Und dann haben sie wahrscheinlich die Störche da reingestellt, die ja aus dem Norden dann nach Afrika fliegen im Süden. Dann saß ein Storch, war ein Storch im Tor. Mein Ingo-Mann, ne? Der hat ja eigentlich auch den Fußball nach Afrika gebracht, der Storch. Der Storch? Wahrscheinlich. Ne? Der Storch. Ja. Deswegen sucht man da wahrscheinlich auch fliegender Torwart. Ne? Manchmal, ne? Kennst du das? Fliegender Torwart? Kennst du das mit fliegenden Torwart spielen? Ne, kennst du, ne? Nee, woher? Kennst du das denn, ne? Woher soll ich das kennen, fliegender Torwart? Das ist immer, wenn du mit einem machst. Oh, oh, Peter. Peter! Peter, Mensch, du, ich dachte, ich guck nicht. Wie geht euch das? Oh, Peter. Ja, doch, das. Na? Schön, Kröte. Alles klärchen. Oh, Prost. Bitte, wie geht's? Kräftiger Händedruck, ne? Danke. Ja, gut, so ein bisschen, muss man trinken hier, Budinski-Bräuse. Das ist neu? Ganz neu. Das ist das ganz, neu. Ganz lecker. Kannst du mir auch gleich noch eine Hobe machen? Mach ich dir. Wo kommt das her? Ja, Peter, wo soll das herkommen? Von der Brauerei, ne? Das kannst du mir eins mitgeben. Ja, das mitgeben, ja, zu Hause. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und sonst so, Peter? Och, geht so, du. Ein bisschen kühl. Ja. Das ist kühl, ne? Der Winter kommt. Es geht auf den Winter jetzt, ne? Man merkt das, ne? Es geht los. Er ist immer noch mit seinen Sandalen unterwegs. Da bin ich immer mit unterwegs, weil er hat den besten Grip. Ja. Jahren schon. Er hatte, er kriegt darf ich, nee, darf ich bitte mal noch ein Bier? Ja, klar, natürlich. Du wolltest auch eins für hier, oder? Was soll er mitnehmen? Nee, was ich nehme mit, du, hier euch. Ja. Das ist doch witzig, ne? Ja. Sag mal, Peter, ja. Du bist doch auch ein Mann von Welt. Du kennst dich doch auch mit den Frauen auch aus, ne? Ja, hatte ich früher mal, ja. Bitte, hast du gelesen in der Bildzeitung drin, da stand, die Universität in Bochum hat jetzt festgestellt, dass hier mal sagen, Frauen, ne? Die können beim Einparken kommen, die schlechter zurecht als Männer. Und jetzt ist ermittelt worden, warum. Ja. Und weswegen? Ach, die können echt in Ernst. In Ernst jetzt. Ach, guck mal, was man immer sagt. Ja, ne? Und sag mal, ja. Weißt warum? Nee. Weil sie sich in einem dreidimensionalen Raum nicht so gut zurechtfinden wie der Mann. Aber im Smart geht